So, da sind wir schon wieder nach einer nächtlichen Pause. Haben wir noch irgendwas verpasst hier? Brauchen wir noch irgendwas? Nö, nicht zwangsläufig, ne? Wir können ja mal hier so ein paar Melon Slices. Futtern. Die Überlegung ist natürlich, unsere Wheat Farm, unser Getreibe sozusagen, das, oh, guck mal, da ist einer gespawnt. Können wir auch in so eine Autofarm machen, allerdings ist es sinnvoll, die natürlich, das hätte man ja vorher mal planen können hier, nicht ganz nach oben zu machen, denn die müssen wir immer wieder neu bestellen. Weswegen ich das ganze Ding so ein bisschen für einen Arsch finde, ehrlich gesagt. So ein Creeper. Immer schön abfarmen, den Scheiß. Hä? Hier war doch eben noch eine. Ach, den habe ich schon. Auch so ein bisschen ein Nachteil, das kommt natürlich nicht immer da unten auf. Das kann man übrigens aber noch etwas minimieren, indem man hingeht, anstatt hier von Fackeln jetzt zum Beispiel, da noch einen Boden reinzieht. Tropft's ja. Dann fliegen die nicht ganz so schlimm durch die Gegend. Hier seht ihr ja auch, da fliegt ja auch alles Mögliche rum. Und wenn man da eben nochmal einen knappen Boden reinzieht, dann habe ich den Eindruck zumindest, dass das etwas besser funktioniert. Aber das mag auch nur ein Eindruck sein. Wieder einer. Leck mir am Ärmel, ey. So, ja, hier ist noch nichts gewachsen, ist aber nicht schlimm. Jetzt könnten wir hier hinten dran das Ganze machen, wie wir das eben ja schon hatten. Hier ist die Überlegung da noch einen länger zu machen. Das ist hier über in der Mitte gar kein Problem. Es ist wie gesagt nur diese zwei Streifen sozusagen. Da hängt eine Fackel dran. Da ist es schlecht zu realisieren. Ups. Da könnte man sozusagen schon das Dach drüber machen. Aber hier ist das ja ein Problem. Da komme ich ja dann gleich nicht mehr rauf. Was tue ich denn da? Das war auch nochmal letzter. Sauerei. Das mal so. Flupp. Das geht hier noch alles einwandfrei. Wie gesagt, wir könnten jetzt auch hier hingehen und das so machen. Das ist gar kein Thema. Wäre alles möglich. Und hier sogar auch. Schon ein bisschen blöd, dass man hier an so einer Wand rauskommt irgendwie. Das lassen wir mal offen. Braucht nämlich kein Mensch zu, das Ding. So, das können wir hier nämlich zumachen. Diese Steine irritieren mich irgendwie. Jo. Und somit können wir hier raufhüpfen. Hier mal unsere Redstonies machen. Und jetzt ist hier natürlich die Frage, was kommt hier hinten dran? Machen wir da... Werden das Kakteen? Kakteen sind zum Beispiel was, wo man relativ große Farmen braucht, weil man die selten erntet. Auf der anderen Seite braucht man Kakteen ja für nichts wirklich. Ebenso wie das hier. Also das sind relativ sinnlose Farmen hier so ein bisschen. Aber gut. Was wir natürlich machen könnten, wäre... Wie schalten wir die überhaupt? Da habe ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Schalten wir irgendwo von unten aus. Oder wir gehen hier hinten hoch.
Wir haben ja hier eh einen Schaltmechanismus. Könnten jetzt hier einfach mal hochgehen. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Da schau her. Ring de ding de ding de ding. Natürlich läuft das so noch nicht. Ist klar, wir denken an die 15 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da machen wir hier einfach mal einen Repeater rein. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe welche dabei. Das ist ja lustig, der ist ja beschrieben. Was steht denn da drauf? Interessante Frage. Spielt auch keine Rolle. Oh, das Ding funktioniert auf jeden Fall. Vorausgesetzt natürlich, wir würden hier rüber auch noch eine Gateway machen, sozusagen. Ja, dann kommen wir hier natürlich wieder in die Bredouille mit unseren Sachen. Das wird auch bis hier hinter nicht mehr reichen. Hier fehlt übrigens eh ein Redstone. Also wir können hier an diese Stelle einfach mal pauschal noch so einen Repeater setzen. Das funktioniert jetzt zwar, aber wir haben natürlich da abgeschnitten den ganzen Käse. Wir könnten das natürlich nach oben bauen und was weiß ich was alles. Oh, nach oben bauen wäre für Kakteen ganz cool. Das müssen wir dann eh für Kakteen nochmal umbauen. Haben wir hier schon, ist schon irgendwas gewachsen? Nee, natürlich nicht. Autsch. So, was heißt hier passiert jetzt? Gar nichts. Aber wenn man jetzt hier drauf drückt, bis oben gesehen, gehen die mit auf. Also das ist schon mal kein Dingen. Ja, Ziel wird es eh dann sein, schätze ich mal, dass wir hier in der Mitte einen Schalter machen, ja, der dann sozusagen, vielleicht machen wir das, ein Schalter, der alles schaltet, der die ganze Farm abmäht und dann hier überall schön was rauskommt, was ich gerade brauche. Wäre aber kein Ding. Das müsste doch theoretisch, wenn ich hier in der Mitte einen Schalter mache, schon funktionieren eigentlich, oder? Könnten wir mal gerade testen. Ach nee, kann gar nicht funktionieren, weil natürlich die Repeater hier in eine Richtung gehen. Und die gehen momentan in die falsche Richtung. Nur mal so bei Gervais, ne? Die Farm ist jetzt auch nicht besonders schön, die ist einfach nur funktionell. Könnten wir zumindest mal testen. Mit dem Schalter. Hier in der Mitte. Plopp. Geht ab. Habt ihr gesehen, wie das abgeht? Ja gut, dass die hier so drei Stück mit aufgehen, ist auch klar. Bis zum Repeater sozusagen gehen die auf. Jetzt müsste man theoretisch nur hier hingehen. Den Repeater nehmen. Eben mal umkehren. Sind das schon 15 Felder? Das können wir jetzt anders berechnen. Machen wir das hier hin. Den Repeater dahin.
Machen wir das mal hier so um, dass wir hier noch vernünftig durchlaufen können. So, dann geht er hier um die Kurve rum, da so rüber. Dann kann der Repeater hier nämlich weg. Und irgendwo hier vorne muss wieder einer hin. Quack. Natürlich keine Fackel, Mann. Jetzt könnte das theoretisch funktionieren. Alter Schwede, dann können wir den hier abbauen. Haben auch wieder den Schalterle gespart. Na. Fette Nummer. Ja, das ist doch nice. Ja. Drückst du einmal drauf auf das Ding. Jetzt könnte man natürlich noch hier zumachen und so, dass man da nicht so reinlatschen kann. Theoretisch hätte man können sogar die Pisten zwei da hinten anfangen, dass man hier eine ganze Mauer macht und noch so ein Loch unten. Und gut, das Loch ist jetzt nicht so das Problem. Wir könnten ja auch hingehen und könnten jetzt sagen, hey, mach hier zu, ey. Mach mal so, ey. Und die Fackeln da weg und dazu. Ne, dann kann man da schick reingucken und so. Und nicht mehr reinlaufen. Aber das will ich ja eigentlich gar nicht unbedingt. Das kann von mir aus schön offen bleiben. Die Fackeln dienen ja letzten Endes dazu, dass A, keine Monster spawnen natürlich, und B, die ganze Sache schön beleuchtet ist und schön wachsen kann. Wo, was man natürlich mal hier einfach so mal machen könnte, ist da mal wieder einen rein vielleicht. Ah ne, da ist ja der Redstone drauf. Blödsinn, was ich erzähle. Tja, also haben wir doch schon eine schöne Farm. Ein Button, 6000 Dinger gehen auf, irgendwo schneiden irgendwelche Items runter. Super. Jo, dann haben wir jetzt auf jeden Fall... Mal drauf drücke hier, du. Da haben wir auf jeden Fall hier Pumpkins. Wir haben Melons. Wir haben Zuckerrohr. Und wir brauchen dann noch irgendwas anderes. Das wir nicht haben. Wir haben nur noch zwei... Wir haben nur noch zwei Sachen. Nämlich Getreide und den beliebten Kaktus, den wir nicht haben. Tja, was machen wir mit dem Kaktus? Erstmal schlafen. Wichtig, muss sein.